Hier bleiben. Wie das Monsterpaar. Damals am Bahnhof. Niemand würde uns wehtun. Wir sitzen nur. Für immer. Bitte. Lass mich bleiben. Das geht leider nicht. Ich habe eine Aufgabe für dich. Du musst zu deinem Zimmer zurückkehren. In deinem Bett schlafen. Freunde haben. Und groß werden. Hoffentlich größer, als ich es je war. Du musst leben, AJ. Für mich. Das ist jetzt deine Aufgabe. Okay, Clem. Das ist meine Aufgabe. Letzte Regel. Nein! Was tun wir, wenn ich gebissen werde? Muss ich es laut sagen? Na schön. AJ, du musst mich töten. Lass mich kein Monster werden. Sei ein guter Junge. Töte mich. Nein. Es ist wirklich schon sehr, sehr emotional gemacht, das Spiel. Sehr emotional. Meine Güte. AJ, ich komme. Was? Was ist das denn jetzt noch? Fick dich. Genau. Bitte. Bitte. Bitte töte mich. Die Kinder. Es tut so weh. Mann, es tut so weh.
töte mich. Shit. Okay. Bitte. Zu spät reagiert. Bitte. Bitte töte mich. Ab hier? Okay. Wo sind die Kinder? Es tut so weh. Mann, es tut so weh. Töte mich. Das kann man gebrauchen nachher. Tut mir leid. So leid. Keine Bange. Wir gehen bald. Muss mir... Nein! Das lasse ich nicht zu. Was passieren? Ha ha ha.
Schwenken wir von ihm, okay? Alter, Falle, was eine Gruppe von Arschlöchern, oder? Meine Fresse. Wir müssen hier raus. Okay. Wohin jetzt? Zurück nach Richmond geht nicht. Das ganze Gebiet ist eine Kriegszone. Und der Boot? Gehen? Ja, wir müssen gehen, AJ. Hier können wir nicht bleiben. Es ist nicht sicher. Aber es ist okay. Wir sind Überlebende. Und die erste Regel fürs Überleben ist, wir machen nichts allein. Wir machen nichts allein. Na gut, ich muss die ganzen Regeln jetzt durchspielen, Clem. Alle drei. Bitte nicht. Ja, ganz genau. AJ? Ich hab dich echt vermisst. So sehr. Ich weiß, was zu tun ist. Wir suchen uns ein neues Zuhause. Zusammen. Und ich lass dich nie wieder allein. Hey, mein Schöner. Na, nicht hier durch jetzt, mein Schöner. Nicht hier durch. Fickt euch, Fische. Okay. Erwischt. Ah, ist zu Hause. Ja. Ich wünschte, du könntest reden. Das ist neu? Angeln ist ziemlich einsam.
Oh Gott, wie viel muss ich machen? Keine Ahnung. Bam, bam. Gutes braves Mädchen. Ich bringe jetzt den Speer weg. Bleib hier und halt Wache. Ist er allein unterwegs? Das ist kein guter Ort zum Schlafen. Nein. Fein gemacht, Hundi. Oh. Ah, shit. Nein. Nein, nein. Na. Ja. Braver Hund. Clems Mütze. Cool. Allerdings ein Andenken. Ah, Tim. Ach du Scheiße. Ziel immer auf den Kopf. Tut mir leid, denn ich weiß. Ich auch. Ich hätte lieber James als Zombie gesehen. Gehen wir nach Hause. So endet das Kapitel, denke ich mal. Ich möchte mich vorab schon mal bei euch bedanken, dass ihr dabei wart und zugesehen habt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit ist die vierte Staffel von The Walking Dead auch abgeschlossen. Denke ich mal, ich glaube kaum, dass jetzt noch was Großes kommt. Wir werden uns überraschen lassen. Ich schalte mal meine Kamera aus und ja, überlasse ich jetzt mal den Abspann. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Wir müssen dann noch ein bisschen weiter spielen. Ich hab gedacht, das war's jetzt.
Der ist so nicht verwiss. Sind alle da. Er ist auch da. Tja. Oh, dieser Blick eben, oder? Hammer. Okay, ich denke mal, das war's jetzt wirklich. Ja. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Irgendwie kommt da noch was. Was machst denn da, Schlawiner? Oh, nee. Wie, die hat überlebt. Oh, vorsichtig. What? Du bist auf der Bein, du läufst herum. Und du hast Arme aus Holz. Krücken. Ich habe deine Kappe gefunden. Sie lag im Bach beim Schuppen. Ich kam erst nicht ran, aber dann ist Rosie einfach reingesprungen und hat sie geholt. Sie ist ganz überlebt. Wow. Die sah auch schon mal besser aus. Weißt du was? Behalt sie, wenn du willst. Ich bin begeistert. Ich leg sie in unser Zimmer. Doch noch ein schönes Ende. Ein Happy End, sozusagen. Komm mit, ich will dir was zeigen. Ah, die wurde gebissen, wie hat es überlebt? Die hat ja den Stumpf ewig. Die haben ja nicht gleich. Naja, Fragen über Fragen. Guck mal, wie schnell Lee infiziert war. Was meinst du? Im Endeffekt, ja. Für mich? Ja, Willie hat geholfen, sie zusammenzubauen. Komm schon, ich schub's dich an. Oder ist das ein Traum? Es macht Spaß. Heute ist toll. Finde ich auch. Schön, dich lachen zu sehen. Du bist die Beste, Clem. Es wird kalt. Los, lass uns essen. Wir kommen. Essensschlacht. Oh,
Jawoll! Verdammt! Hey Jay. Was? Ist das lecker? Nachschlag bitte! Schon? Hast du was geschmeckt? Wie geht es deinen Augen? Moment, mein Schöner. Mit meiner Augenklappe und deinem Stumpf sind wir echte Piraten. Ich wollte noch warten, bis du fit bist, aber wie ich mich auf dem Schiff verhalten habe, war echt unfair. Guck gleich, mein Ich war Schöner. So durch. Wegen Lilly. Und Minnie. Ich war außer mir. Schon okay. Du bist dort durch die Hölle gegangen. Und ich hab's zugelassen. Ich bin nur froh, dass du wieder da bist. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Okay. Da hatte Asim sie gesehen. Er hatte sich bis weit über die Fallen hinaus begeben. Ich will, dass du gehst. Du bist der Boss. Wir müssen wissen, wer die sind. Vielleicht wollen sie sogar mit uns handeln. Halte Abstand, bis du klarer siehst. Wen meinst du? Eine Gruppe von Überlebenden, weit außerhalb der Sicherheitszone. Mhm. Irgendeine Karawane. Sind das böse Leute? Das wissen wir nicht. Willst du morgen mitkommen und es rausfinden? Könnt ihr die Unterstützung gebrauchen? Auf jeden Fall. Hey! Bist du immer noch sauer, weil ich Tan getötet habe? Ich... AJ, es ist eher so... Hier ist etwas aufgefallen, mir nicht. An dieser Sache, du weißt schon. Manny und die Beißer und Tan. In meinem Kopf ist das alles ein Durcheinander. Clem sagt, du hättest mich gerettet. Dann hast du das auch. Wie könnte ich auf jemanden sauer sein, der sowas tut? Verschlaft es nicht. Alles okay? Ich bin einfach nur müde. Gehen wir ein Stück. Hab dich. Tut mir leid. Schon gut. Ich starre auch manchmal drauf. Wären nur du und ich allein da draußen... Weiß nicht, ob ich 2 Wochen überleben würde. Ich brauche die, wenn ich irgendwo hin will. Und falls wir flüchten müssen... Wäre das echt übel. Wenigstens bist du kein Monster. Oder tot. Alles ist besser als das. Ja, ja. Vergiss das nicht. Daran wirst du mich bestimmt erinnern. Aber sowas von. Der Schüler wird zum Lehrer. Das alles hier. Es ist es wert. Jedes Mal, wenn du fragtest, ob wir ein Zuhause finden würden, konnte ich immer nur vielleicht sagen. Und jedes Mal verfinsterte sich deine Miene. Es war besser, als ja zu sagen und mich zu belügen. Das habe ich mir eingeredet. Willst du wissen, was ich dir nicht gesagt habe? Ich hatte nie einen Plan. Ich wusste nie, wo es hingeht. Ich wusste nie irgendwas. Ich habe nur gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und gehofft, du merkst es nicht. Dass wir etwas finden, bevor du es bemerkst.
Habe ich das gut gemacht? Aber natürlich. Klar doch. Bist du irre? Vielleicht ein bisschen. Nicht nur ein bisschen. In der Scheune hast du nicht auf mich gehört. Hättest du es? Wäre ich jetzt tot. Damals in der Höhle war es gut, dir zu vertrauen. Dass du entscheidest, wenn ich's nicht kann. Du musst jetzt für uns beide stark sein. Du hast mich stark gemacht. Also, danke. Für alles. Gern geschehen. Für alles. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist ja auch mal cool gemacht, ne? So als Abspann. Skybound Games. Na los, rein mit dir. Ich habe keine Ahnung, was wirklich zu Ende ist. Okay. Wir sind fertig. Ich komme. Ich danke fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Barely breathe, I couldn't deal.